Schön, dass du wieder einschaltest und wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Zweierbundle. Im Thumbnail wirst du gelesen haben, ob es sich um die französischen Boxen handelt oder um die skandinavischen. Ich weiß es im Moment noch nicht, ich lasse mich überraschen. Ich habe schon das Viererbundle aufgemacht von den skandinavischen Boxen. Packe ich dir hier oben ins i rein. Dreierbundle, skandinavische Boxen. Kommt gleich danach hoch ins i. Und dann habe ich auch noch die französischen Boxen aufgemacht, das Dreierbundle. Also ich habe echt große Überraschungen erlebt. Voll cool, bei den skandinavischen Boxen konnte ich überhaupt nichts lesen. Mega. Ich vermisse noch so ein bisschen von den skandinavischen Boxen so eine ganz bunte Box. Die hatten bei Glossybox in den Bundles immer so eine schöne Sonderbox, relativ bunt mit einem Gesicht drauf. Ich hoffe, 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 dass die sich jetzt hier drinne verbirgt. Ich gucke gleich mal nach. Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, ob es die französischen oder die skandinavischen sind. Aber du weißt es jetzt schon. So, aufgerissen. Da ist er. Ja, so cool. Oh, ich freue mich. Die meine ich. Und ich habe sie. Yes. Und nebendran eine Geburtstagsedition. Die war auch total cool. So, dann hoffe ich mal jetzt, dann werden das wahrscheinlich die schwedischen sein. Ich muss mit dieser bunten anfangen, weil die hat mich die ganze Zeit schon so interessiert und angelacht. Genau, und das sind die skandinavischen. Ich kann wieder nicht lesen. Das ist wieder alles in Kronen angegeben. Festival irgendwas. Festival Frenzy 2019 steht da. Ach, das Papier ist auch cool. Guck mal rein. Ey, ist das nicht eine mega schöne Box? Und erster Blick. Ah, da lacht mich schon was an, was ich kenne. Und zwar von Dr. Popo. Da habe ich das Gelbe in der Anwendung. Das ist total gut, wenn man so doll aufgerissene Lippen hat oder auch so eine kleinen Wunden. Dann macht man sich das drauf und dann ja, verheilt es schneller, weil es die Wunde schön feucht hält. Oder auch die Lippen, macht es total geschmeidig. Das hier ist jetzt dolle tinted, das sagt mir nicht zu. Das habe ich schon mal probiert und ich muss, ich glaube, ich habe es auch schon gar nicht mehr, weil ich es weggegeben habe. Weil ich es dann gar nicht gewollt habe, weil es mir zu knallig war. Es bleibt zu, wird weiter wandern. Dann von Dr. Botanicals, die habe ich schon super auf den Boxen gehabt, habt ihr auch in der Anwendung. Das ist so eine Sleep Mask, super klasse, mag ich total gerne. Bleibt bei mir, kommt ins Backup. Oh, hier haben wir irgendeinen Energy Boost mit Koffein, Ginseng, Green Tea, Guarana und Vitaminen. Strawberry, Acai. Okay, da muss ich mal aufs Datum gucken, weil es sind ja alte Boxen. Nicht, dass das schon abgelaufen ist. Ich denke, ich werde es auf alle Fälle erstmal in den Kühlschrank packen. Warm ist es wahrscheinlich nicht so. Ah, oh, was ist das denn? Pop-Up Beauty Peel Off Glitter Gel Maske. Ist die geil. Ist die schön. Sternchen. Ist ja voll mein Ding. Ist die cool. Eine Gel Maske. Ah, ist noch zu. Ich lasse es auch erstmal zu. Ey, voll schön. Coole Box. Und dann haben wir von Osis Plus von Schwarzkopf, also wird es irgendwas für die Haare sein. Ein Shampooing Sec Pigmenté. Ein Dry Shampoo. Light Control. Aha. Okay, muss ich mich mal näher damit befassen. Und Mr. Google fragen. Der hat die ganzen Antworten. Ach, wie cool, hier von Biore. Was soll das? Stripes für die Nase. Und nochmal so ein Flyerchen. Gibt es da ein Heft? Nö, schade. Cool, cool. Ich freue mich über das Ding. Ich freue mich über die schöne Box. Hey, super, 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 super. Ich guck mal gerade. Pop-Up Beauty. 129 Kronen. Krass. Und jedes Pop-Up 79 Kronen. Geil. Ich werde auch hier wieder ein schönes Foto machen von dem ganzen Inhalt der Box und hinten dran hängen, sodass du in Ruhe nachgucken kannst, was da alles so schönes, cooles drin war. Und außerdem die anderen Unboxings hänge ich auch die Fotos alle dran, falls dich interessiert, da nochmal zu gucken, was da alles in den Boxen drin war. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Also der Preis lag ja zwischen 6,50 € pro Box
bis 7 € oder 7,50 € je nachdem von den Bundles. Ich glaube, dieses Zweier-Bundle war 15 €, also 7,50 € pro Box. Hat sich allemal gelohnt und die Boxen waren auch super schnell wieder alle ausverkauft. So, weiter geht's mit der Geburtstagsedition. Da habe ich ja schon eine aufgemacht. Vielleicht doppelt sich die jetzt, aber ich denke, das ist überhaupt nicht schlimm. So, auf damit. Dum, 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 dum. So. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Also, ich hatte in dieser Box zweimal einen Conditioner von John Frieda. Und dann habe ich mir schon gedacht, naja, die meinen wahrscheinlich Shampoo und Conditioner. Jetzt habe ich hier wieder zwei drin. Mal gucken, ob ich jetzt zweimal Shampoo habe. Okay, das erste Mal ist Conditioner. Und jetzt habe ich ein Shampoo. So wie es sein soll. Shampoo und Conditioner. Ja, finde ich cool. Mag ich gerne. John Frieda ist eine gut, ganz gute Marke. Und das ist auch so eine schöne Reisegröße. Super, freue ich mich. Von Luxy wieder ein Pinsel. Klasse, freue ich mich. Oh, eine neue Parfümprobe. Die war in der anderen Box nicht drin. Auch dieses Bang Beauty, hier so eine Palette, war in der anderen Box drin. Und genau die gleichen Augenmasken. Also bis auf das Parfüm ist hier alles gleich. Aber über den Pinsel freue ich mich mega. Da kann ich nie genug haben. Die Shampoo-Teile sind auch mega. Schöne Reisegröße. Klasse. Coole Boxen. Ah, und über die hier freue ich mich mega. Klasse. So, jetzt habe ich ja schon mal wieder ganz schön viel Schnelldurchlauf gemacht. Und genau, bleib dran. Dann siehst du, was alles noch drin war. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder im nächsten Video, weil dann gibt es noch das Unboxing von dem Zweierbundle französische Boxen. So, also bis gleich.